Guten Tag. Wissen Sie, was wir an der EU haben, warum sie so super ist? Nicht? Na, zum Beispiel wegen des Europatags und der Europaflagge und wegen der Ode an die Freude. Vom Europatag haben Sie noch nie gehört, das blaue Sternenbanner ist Ihnen egal und die Ode an die Freude halten Sie nicht für ein Werk der EU, sondern für eines von Friedrich Schiller, vertont von Beethoven im vierten Satz der 9. Symphonie? Dann geht es Ihnen wie den meisten. Allein die EU selbst sieht in Europatag, Europaflagge und in der Ode an die Freude einen von 60 Gründen, die für Sie sprechen. 60 Gründe für die EU. So heißt Ihre aktuelle Werbebroschüre, abrufbar im Internet. Sollte man lesen. Denn der Zustand der EU lässt sich auch an ihrer Selbstdarstellung festmachen und an deren Abstand zur Wirklichkeit. Zum Beispiel steht da, der Euro ist eine stabile Währung. In den letzten 5 Jahren hat der Euro gegenüber dem Dollar 18% verloren, 12% gegenüber dem chinesischen Yuan, 8% gegenüber dem Schweizer Franken. Dieser Kaufkraftverlust hat das Leben der Europäer deutlich teurer gemacht, da besonders Öl und Gas in Dollar bezahlt werden. Dann steht da, auch für die Krisenländer hat der harte Euro einen großen Vorteil. Er versperrte den bequemen Ausweg. Sie können ihre hausgemachten Probleme nicht mehr durch das Abwerten ihrer eigenen Währung kurzfristig abfedern. Das ist schmerzhaft, aber heilsam. So die EU. Ach so, Massenarbeitslosigkeit und dramatische Verarmung in Griechenland und vielen Südländern sind heilsam. Und der Hass, den die Spardiktate auf Geberländer wie Deutschland erzeugten, vermutlich auch. Und natürlich musste man den bequemen Weg der Abwertung versperren, denn der unbequeme, der schmerzhafte ist ja bekanntlich viel besser. Klar, weiß jeder. Wurzelbehandlungen machen erst richtig Spaß, wenn man die Betäubung weglässt. Ebenfalls ein Grund für die EU? Sie senkt die Zahl der Verkehrstoten, weil Knöllchen für Temposünder europaweit eingetrieben werden. Das meinen die ernst. Und sie schreiben tatsächlich Knöllchen. Das also ist die große Europa-Idee der EU. Das Eintreiben von Knöllchen. Wieder was gelernt. Und so immer fort. Mein Liebling unter 3 Dutzend ähnlicher Idiotien. Europa kämpft für Steuergerechtigkeit. Und Kommissionschef Jean-Claude Juncker unterstreicht, in Europa nehmen wir es nicht hin, dass mächtige Unternehmen in Hinterzimmern illegale Steuerdeals aushandeln. Ausgerechnet Jean-Claude. Als Premier von Luxemburg war er verantwortlich für über 340 solcher Deals mit internationalen Großkonzernen. Und während deutsche Bürger allein 20-40% Einkommensteuer zahlen, dazu Mehrwert, Mineralöl, Versicherungs-, Alkohol, Tabak, Strom, Kfz und x andere Steuern, zahlten Amazon, Pepsi, Ikea oder Deutsche Bank in Junkers Luxemburg 0,5% Steuern. Schaden des Luxemburger Steuerdumpings allein für Deutschland über 200 Millionen Euro. 24 Amtssprachen gibt es in der EU, aber die wichtigste ist die 25. Die Sprache der Lüge und der Täuschung. Auch an der Selbstdarstellung der EU wird das überdeutlich. 60 gute Gründe, am 26. Mai wählen zu gehen. Wählen Sie die Lüge ab, wählen Sie AfD.